Was zum? Wo kommst du denn her? Ich wünschte, ich könnte öfter liefern, aber auf der Straße wird es zu gefährlich. Was zum? Warum liegt hier ein Drache rum? Ist er von da oben runtergefallen? Warum braucht er so lang zum Fallen? OMG. Was ich jetzt vergessen habe, natürlich. Was ich noch machen wollte. Oh Mann. Hier. Was bist du denn für ein Wichtiger? Manchmal ich denke nicht ich, gesehen. Ihr seht vielleicht nicht wie ein Pilger aus. Warum besucht ihr Ivarstadt? Könnt ihr mir etwas über Hochrotka erzählen? Klimek bringt ihnen alle paar Wochen Vorräte, wenn das Wetter es zulässt. Darüber hinaus scheinen sie ein ziemlich stilles Völkchen zu sein. Ich weiß nicht sonderlich viel über sie. Okay. Was für eine langweilige Unterhaltung. Komischer Typ. Der gefällt mir nicht. So, und ich denke... Wie viel können wir noch tragen? Sollte eigentlich noch ausreichen, oder? Dann könnten wir uns mal in diese Halle aufmachen, von der wir gehört haben. Hier in dieses Hügelgrab, meine ich. Draußen gibt's sonst nichts? Hat er gerade Geld? Nö. Ich bin so schlimm manchmal. Jo, dann schauen wir mal. Irgendwie haben die Ladebildschirme heute einen kleinen Tick. Dann schauen wir mal, was es in der Halle so gibt. Und versuchen mal den Geist zu erlegen. Und Geister werden wir ja noch alle mal fertig. Gold nehme ich doch immer gern. Fallen gibt es hier keine gerade. Aber Drauger wie immer. Ich nehme an, dass die hier auch von den Toten wiederkehren. Oh, sieht schon da noch aus. Netter Versuch. Netter Versuch, aber so kriegst du mich auf jeden Fall nicht los. Oh. Wieder ein Buch gefunden. Ach, das ist eine Falle. Hinten gibt es auch kein Gegenstück. So gehen die hoch. So gehen beide hoch. Halt, Moment. Geht's hier lang? Waren wir hier nicht schon? Ne, hier waren wir noch nicht, ne? Keine Ahnung, ich mach mal erstmal das. Wieder die... Was ist das für eine Suche eigentlich? Bubble Search? Ich glaube Bubble Search, oder? Ein bisschen weniger. Ach, Mano! So, ganz rum und dann... Etwa hier? Ha! Falle! Gut, dass ich weitergelaufen bin. Noch eine Falle.
ob ich so einfältig bin. Ganz ehrlich. Hier habe ich schon alles, richtig? Richtig. Dann auch nach unten. Aua. Okay, das habe ich nicht kommen sehen. Nette Spielerei hier. Doch, doch. Da geht's da lang. Bleiben wir erstmal. Was zum. Okay, bleiben wir erstmal auf dieser Etage. Was wurde denn jetzt? Von wem wurde jetzt was? Ha! Habe ich's doch gewusst. Irgendwas blubbert hier. Essen ist fertig. Hat sich aber hier schön eingerichtet. Was gibt's hier? Tagebuch. Ich lese, glaube ich, nicht alles vor. Wir können ja sowieso mal. Sie werden mir meinen Schatz nicht nehmen. Sie werden für ihr Verbrechen teuer bezahlen. An jene, die diese Mauern betreten, werden meinen Zorn zu spüren bekommen. Meine Macht. Ich bin der Hüter des Feuerschlaghügels. Wer sich mir widersetzt, wird sterben. Halt, ich nehme das mit. Es geht da um diese Klaue. Ich weiß noch nicht, welche Klaue und wo. Vielleicht kann ich mit dem Wilhelm reden. Vielleicht weiß der. Ah, deswegen hat's gebrodelt. Nanu? Wo ist denn. Der Hebel dazu? Sieht doch, dass das eine Geheimtür ist. Gut, damit sind wir jetzt durch. Boah, wurde ja auch mal Zeit. Ich glaube, ich mache das in einer gesonderten Folge, einfach diese Alchemie. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen, wie man das so macht und was es für Sachen gibt. Genau, also den Typen hatten wir besiegt. Dann gucken wir mal. Ich brauche die Saphir-Drachenklaue. Okay. Dann frage ich mal den Wilhelm danach. Dafür muss ich bloß erstmal rauskommen. Ach Mano. Komm, leck mich doch. Immer noch zu. Jetzt ist auf. Ich merke mir das sowieso nicht, wenn ich wieder runtergehe und sich dann wieder alles ausprobieren. So. Und zurück. Dann reden wir mal mit dem lieben Wilhelm. Der Wilhelmina. Dem hübschen Schankwirt. Boah, ich weiß noch gar nicht, wie lange ich heute aufnehme. Läuft gerade so gut. Hab gerade so Lust drauf. Und da sind wir draußen. So, Wilhelm. Jetzt müssen wir erstmal wieder lauter Zeug sammeln. Wilhelm? Über diese Ladebildschirme. Wenn es wenigstens schneller gehen würde.
Ihr seht nicht wie ein Pilger aus. Ja, ja. Hier verirren sich nicht allzu viele Besucher hin. Es sei denn, sie sind unterwegs nach Hochrodgar. Ich habe das im Feuerschleierhügel gefunden. Lasst mich mal sehen. Das ist doch nicht zu fassen. Dieser Vindelius hat sich das Ganze also nur ausgedacht. Nicht zu fassen, dass wir so dumm waren. Nun, es ist das Mindeste, euch dafür zu entschädigen, dass ihr euch um ihn gekümmert habt. Wenn ihr keinen Lohn wollt, so betrachtet es als Geschenk. Ja, ich hab's gewusst. Wenn ihr zum Kloster hochsteigt, dann passt auf, wo ihr hintritt. Der Typ hat es die ganze Zeit. Hab ich's doch gewusst. Dann Abmarsch wieder zurück. Wieder alles öffnen. Und dann machen wir jetzt mal die echte Quest, die dahinter steckt. Ich nehme mal den Fahrstuhl. So. Ach, da. So, das war die alle hoch. Oder ist die Reihenfolge wichtig? So. Wo ging's lang? Ich hab schon wieder vergessen. Ah, da. Okay. Hatten wir schon mal so eine Drachenklaue im Einsatz? Ich weiß gar nicht mehr. Oh, wir haben eine neue Stufe. Wir verbessern mal Magika. Ausnahmsweise. Und dann ist nächstes Mal wieder Ausdauer. Oh, warum ist denn Ausdauer gerade so niedrig? Auf 105 nur. Ich habe keine Ahnung. Wiederherstellung. Verzauberung wäre eigentlich mal gut. Schmiedekunst, können wir da schon was machen? Erfordert Stufe 30. Stufe 30. Dann machen wir mal das. Schloss knacken. Ja, komm, passt. Ich wollte eigentlich auf die Objekte gehen. Dann haben wir nämlich hier Sonstiges. Darunter müsste es sein. Warum auch immer ich drei Fackeln mit habe. Man kann nie genug haben. Saphir-Drachenklau. Also oben Schmetterling, dann Eule und dann Wolf. Schmetterling, Eule, Wolf. Schmetterling, Eule, Wolf. Jo,